Ehrlich gesagt, habe ich die Kerze gerade noch mal ausgemacht und dann noch was gesucht. Eigentlich waren wir schon fertig, aber wir brauchen das fürs Intro. Ja, wir haben uns auf jeden Fall richtig Mühe gegeben mit der Weihnachtsdeko. Hier. Ja. Herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel. Weihnachtliche Musik. Ja, wer schon länger dabei ist, der wird es wissen. Wir machen immer am Ende jedes Jahres machen wir ein Weihnachtsgewinnspiel. Und jetzt mittlerweile können wir auch sagen, jedes Jahr, weil das ist jetzt das fünfte Mal, glaube ich, dass wir das Weihnachtsgewinnspiel machen. Aber was ist das Weihnachtsgewinnspiel? Das Weihnachtsgewinnspiel war eine Idee, die wir hatten, als wir zum allerersten Mal Weihnachten mit euch auf diesem YouTube-Kanal hatten. Dass wir dachten, dass es eine schöne Idee wäre, nicht einfach nur Danke zu sagen. Also klar, erstmal von Herzen, danke, dass ihr hier seid. Danke. Danke, dass ihr weiterhin die Videos schaut. Das aber vielleicht verknüpfen mit einem Gewinnspiel und zwar mit den Kooperationspartnern, die wir auch in diesem Jahr hatten. So, und normalerweise ist es ja so, dass Unternehmen oder Firmen uns anschreiben, ob wir mit denen kooperieren wollen. Und an dieser Stelle haben wir dann quasi die Partner nochmal zurück angeschrieben und gefragt, hey, wir wollten nämlich einmal unseren Leuten Danke sagen, hättet ihr Lust, da mitzumachen und für unsere Leute etwas mit in den Topf zu werfen, was wir dann verlosen können. Und genau. Ja, da haben ein paar Ja gesagt. Hier Dauerwerbesendung, weil es ja eigentlich ja eine Dauerwerbesendung jetzt ist, was wir machen. Ja, ja eigentlich so, ja doch. Ja, wir stellen halt, wir zeigen euch jetzt die Produkte, die ihr gewinnen könnt. Ja, ja genau. Vorab. Wichtig bei diesem Video, das haben wir gemerkt in den letzten Jahren, wenn ihr gewinnen wollt, das geht über Kommentare, aber nicht hier. Nicht hier. Stopp, wer schreibt? Stopp! Nicht hier unter dem Video kommentieren, sondern bei uns auf dem Blogpost. Den verlinken wir hier unter dem Video. Das Video ist einfach dafür da, um, dass wir persönlich bei euch Danke sagen können, dass wir euch die Gewinne ein bisschen cooler vorstellen können. Und zeigen können. Genau, zeigen können, mit ein paar Flashbacks von dem Jahr gemixt. Und ja, aber Gewinnspiel ist praktisch auf dem Blog. Nicht hier kommentieren. Stopp! Weil jetzt hole ich die Bürste kurz. Ja, Anja holt kurz die Bürste, bevor wir mit dem ersten Gewinn starten. Vielleicht auch als kurzes Update für dich oder euch, wenn ihr gerade euch wundert, wo wir eigentlich sind. Nicht in Costa Rica. Ich weiß, das letzte Video hier auf dem Kanal ist noch aus Costa Rica, aber wir hatten das ja schon mal, das Thema, dass hier von YouTube nicht alle immer auch bei Instagram dabei sind. Wir sind Anfang Mitte Dezember sind wir zurückgekommen aus Costa Rica, sind seitdem wieder in Deutschland und haben halt auch ein paar Videos, die wir nachholen müssen. Also ich glaube, es kommen noch drei Videos aus Costa Rica. Sehr coole Videos. Ja, besonders das nächste Video wird richtig cool. Richtig coole Tieraufnahmen. Ja. Aber das ist jetzt praktisch so dazwischen geschoben, das Weihnachtsgewinnspiel, ist auch, glaube ich, das letzte Video dieses Jahr. Also heute ist der 30.12. Ich glaube, morgen machen wir keins mehr. Und ja, das als kurzes Update. Haare wieder fit? Ja, Haare wieder fit. Machen wir es wie die letzten Jahre mit ganz viel Spannung und Trommelwirbel. Der erste Gewinn kommt von... Das müsst ihr jetzt erraten. Vielen Dank, Tatonka, für Sponsoring dieses Videos. Ja. Das sind die beiden Rucksäcke. Anja hat den Rucksack in Blau, ich in Schwarz. Surprise, surprise, Wette ist gedacht. Der erste Gewinn kommt von unserem langjährigen Partner Tatonka. Die haben wieder etwas mit in den Lostopf geworfen. Tatonka, das ist ja, ich glaube, das sagen wir jedes Mal. Es ist ein langjähriger Partner von uns. Direkt eigentlich nach der Weltreise sind wir mit denen in Kontakt gekommen, haben seitdem immer wieder die coolsten Kooperationen gemacht. Deswegen an dieser Stelle auch danke, Tatonka, für die coole Zusammenarbeit. Macht und richtig, die richtig Spaß mit euch. Und die haben halt, ihr habt geile Produkte. Den könnt ihr gewinnen, aber nicht in diesen Farben, sondern in anderen. Die werden wir jetzt einblenden. Und zwar einmal kann man es gewinnen für Männlein und einmal Weiblein. Die beiden Backpacks könnt ihr gewinnen. Solltet ihr also nächstes Jahr auf eine Backpack-Reise starten und noch einen neuen Backpack brauchen und habt keinen zu Weihnachten bekommen, dann auf dem Blog kommentieren. Stopp! Und sie haben noch was reingetan, den Rucksack hier. Das ist der Traveler Pack 35. Ist ein Handgepäck-Rucksack, also ein bisschen kleiner und halt für Reisen mit dem Handgepäck. Haben wir dieses Jahr auch in einem Video auf IGTV vorgestellt. Ja. Und Anja ist super happy mit dem Rucksack. Ja, es ist super praktisch, weil es viele Fächer hat. Und man den auch so festzurren kann. Ja, eigentlich haben wir dazu, wie gesagt, ein ganzes Review gemacht. Wen also interessiert, was für Funktionen der hat, wie der aussieht, wenn er auf dem Rücken ist und so, dann verlinken wir gerne unser IGTV. Ja. Und dann, falls ihn jemand braucht, kann er sich dafür melden. Ja. Auf dem Blog. Kommen wir zum zweiten Gewinn und der ist von... Ich weiß nicht, ob man es erkennen wird. Ach klar, wird man es erkennen. Schöne Ostertage und wir haben kurz bevor wir losgereist sind, eine Kooperationsanfrage von billigermietwagen.de bekommen. Es gibt was zu gewinnen für euch. Zu Ostern. Und das macht so Bock, wir haben das alleine, um diese Aufnahme gerade zu machen, haben wir es die ganze Zeit da, hier.
Und zwar gibt es einen 150-Euro-Gutschein von billigermietwagen.de. Die einen Teil der Aufnahmen, das waren Aufnahmen von der tatsächlichen Kooperation mit Billiger Mietwagen. Bei dem anderen, das sind einfach Aufnahmen von dem Mietwagen, den wir auf der Reise hatten, weil wir dachten, das passt ganz gut und es hat mega Spaß gemacht. Dadurch und den wir bei Billiger Mietwagen aber auch gebucht haben. Also wir nutzen es halt tatsächlich auch selber. Mega witzig übrigens, die Kooperation, die wir hatten, das war so ein Ostergewinnspiel. Da haben mehrere teilgenommen, mehrere Influencer, Blogger und da musste sozusagen die Community der jeweiligen mussten gegeneinander antreten, indem sie so ein Spiel machen, sowas wie Candy Crush spielen. Und Punkte sammeln und ihr habt für das Team. So unfassbar gerockt. Ja. Also es ist echt so, das GEMA Reisenteam ist richtig durch die Decke gegangen bei dem Gewinnspiel. Ja, richtig abgezogen einfach, richtig gut. Also natürlich keine Konkurrenz, aber es war sehr, sehr cool zu sehen, wie viele von euch da mitgemacht haben. Und das Witzige war, das möchte ich noch so als kleine Anekdote erzählen, dass wir, die Kooperation hat stattgefunden am ersten Tag der Quarantäne in Thailand. Und das war so witzig, weil wir sind dann in Thailand angekommen und als ob das nicht schon so besonders genug für uns wäre, war so, boah krass, wir sind in Thailand. Kommen wir zu Candy Crush. Dadurch haben halt super viele mitgemacht und was gewinnen können. Also wie gesagt, Costa Rica, das war keine Kooperation mit billigermietwagen.de, aber da haben wir auch verglichen, sogar auch lokale Angebote eingeholt und am Ende sind wir doch wieder bei denen gelandet. Und deswegen umso cooler, dass wir jetzt den Gutschein für euch haben und da könnt ihr auf dem Blog mitmachen. Den nächsten Kooperationspartner aus diesem Jahr und der nächste Gewinn kommt von... Ja, Vorbereitung auf Hochtouren. Die beiden von Duschbrocken, die haben uns nämlich Nachschub geschickt, nämlich Annette Limette. Also das ist ja der Duschbrocken, den kennt ihr mittlerweile, glaube ich. Ne? Also für Kopf und Haar unter der Dusche. Und wir wünschten, wir könnten euch diesen Geruch gerade rüber schicken. Viele von euch werden ihn bereits kennen, den Duschbrocken. Werdet ihr hier, könnt ihr ihn auch schon riechen. Ja, ohne Witz. Also wir haben das manchmal auch hier zu Hause als Raumduft, weil die Seifen so geil intensiv riechen. Also ich liebe die Gerüche von dir. Vor allem Kokos ist meins. Zeigen wir jetzt noch, worum es geht. Ist eine Seife, 2-in-1, ist für Haare und für Körper. In einer festen Seife, die mega geil riecht und deswegen gerade für Reisen praktisch. Weil, also wir haben auch für die Costa Rica-Reise, hatten wir 2 Stück mit, für uns beide. Und die hat fast komplett gereicht und es ist einfach nur dieses eine Stück. Genau, die gibt es in verschiedenen Gerüchen. Das eine ist hier, das ist glaube ich, den ich hier habe, das ist der Kokos. Carlos Kokos. Kokos. Das ist mein Liebling. Und das ist hier der Maxi Mint, der riecht so ein bisschen nach Mint. Und das ist Frieda Früchtchen, sieht man ja mal richtig. Riecht sehr fruchtig. Wir dachten, wir bräuchten dieses Jahr keine zweite Kamera, aber ich... Haben wir nicht gut gesehen? Zeig mal nochmal. Nee, warte. Ja, bringt ja nichts, wenn ich die Verpackung zeige. Oh, aber witzig gemacht, die Verpackung. Könnt ihr doch... Kann man zu euch. Das ist ein Duschvorhang. Und dann macht man das auf und dann ist das da drin. Also man zieht den Duschvorhang zur Seite. Und, das dann, ist der und wenn man dann rausnimmt, dann ist da eine Duschkabine. Boah, jetzt riecht sie aber nach allem dreien. Ja, was es zu gewinnen gibt, dreimal dieses Set hier. Das ist das Schaumschläger-Set von Duschbrocken. Mit 3 verschiedenen Duschbrocken drin und einer Verpackung. Also da kann man den Duschbrocken reintun, wenn man den in der Dusche hat. Da läuft das Wasser auch wieder dann raus. Und sie haben gesagt, dass sie bei jedem von den 3 Sets noch eine kleine Überraschung reinlegen. Was das ist, das wissen wir auch nicht. Danke, ihr Lieben, und Grüße in die Schaumstation. Also so nennen sie ihr Büro. Genau. Der nächste Gewinn ist von Reisen zum Ankommen zu Hause. Genau. Einen schönen Sonntag wünschen wir. Und wisst ihr, womit wir direkt starten? Mit einem Rabattcode. Bettwäsche von Hick und Schick. Yo. Also Hick und Schick ist ein Kooperationspartner, der dieses Jahr, mit dem wir dieses Jahr auch zum ersten Mal zusammengearbeitet haben. Hick und Schick, das ist die Marke, die nämlich nachhaltige Bettwäsche aus Eukalyptus herstellt. Nachhaltiger, wassersparender, Produktionszyklus geschlossener etc. pp. Wer sich also generell für die Marke interessiert, der kann gerne auf die Website gehen und sich das nochmal genauer angucken. Und ich habe bei der Kooperation, habe ich es falsch gesagt, ich habe gesagt... Hält im Winter kühl und im Sommer warm. Das ist also ein Tipp, falls ihr Engagement auf Instagram braucht, baut einen Fehler irgendwo ein. Da kommen auf jeden Fall sehr viele Nachrichten. Dann so, hey, ist das nicht andersrum? Ja, natürlich ist andersrum. Ja, hält sorry natürlich dafür. Im Winter warm und im Sommer kühl. Ja, genau. Wir müssen dazu sagen, wir hatten vorher echt billige Bettwäsche. Ja. Also wirklich so das, was man irgendwie und so im Angebot bekommen hat und alte. Und man merkt echt einen krassen Qualitätsunterschied. Also es ist so richtig schön weich auf der Haut. Und was sie mit in den Topf gegeben haben? Ein Bettwäscheset. Muster kann man sich dann je nach Verfügbarkeit aussuchen und je nach Gewinner.
Und ja, derjenige, der gewinnt, wir klären dann einfach im Vorfeld auch mal irgendwie die Größe, aber es hat ja jeder irgendwie eine andere Größe von Bett, Decke oder Kopfkissen, ja. Und die Standardgrößen haben sie auf jeden Fall und das klären wir dann einfach ab. Und kommen wir zum nächsten Gewinn. Es ist nicht das Haus. Eröffnet so offiziell am 1.8. Wir dürfen uns das jetzt aber schon mal anschauen und wir sind nicht alleine hier. Meinte, wir verlosen jetzt kein Haus. Sondern, ja, auch mal was. Wir waren dieses Jahr nämlich gemeinsam mit Sarah und Marco mit unseren Freunden in einem Ferienhaus, das ganz frisch eröffnet hat. Und da wurden wir eingeladen, das einmal so Probe zu schlafen, Probe zu testen, noch zu sagen, fehlte da irgendwas, weil auch alles neu war. Also wirklich komplett alles. Von Toaster über Geschirr, über Kaffeemaschine. Ein bisschen das Gefühl von, bloß nichts kaputt machen. Ja, das stimmt. Aber wir haben auch nichts kaputt gemacht, muss man sagen. Aber deswegen haben wir richtig coole Tage gehabt in einem ultra gemütlichen Ferienhaus. Ihr habt es ja gerade gesehen. Also es ist nicht das gesamte Haus, das man dann mietet, sondern das Haus selbst hat einzelne Ferienwohnungen. Und die Wohnungen sind unterschiedlich groß. Das ist dann für 2 ist, für 4, für 6. Gemeinsam mit so einem Garten, der noch davor ist und einem eigenen See. An einem Forstwald. Das heißt nicht ohne Grund Forsthaus, das ist wirklich auf einem großen Stück Land, wo ein privates Stück Wald dazu gehört, wo man auch einfach so in den Wald reinlaufen kann, Zeit in der Natur verbringen kann. Wie Anna gerade gesagt hat, davor ist ein See, man kann auch drin baden in dem See. Ich glaube, sie haben sogar mittlerweile auch noch eine Sauna draußen hingestellt, bin mir aber nicht sicher. Ich meine, ich hätte es irgendwo bei Instagram gesehen. Zumindest. Die Lage ist halt, wie gesagt, in so einem Waldgebiet, aber gleichzeitig, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist, also es bietet sich an, da mit dem Auto hinzufahren, dann ist man auch innerhalb von einer Stunde, glaube ich, ist man direkt an der See oben. Wir haben mit ihnen geschrieben und was sie mit in den Topf geben, ist ein Gutschein. 150 Euro. Und da ist ein Kamin, also auch an kalten Tagen gemütliche Ferienwohnung auf jeden Fall. Ja, Winterzeit stelle ich mir auch richtig gemütlich vor. Ja, stimmt. Stimmt. Kommen wir zu dem letzten Gewinn von heute. Und der ist... Haben wir da verraten? Das ist wirklich unser Journal. Ja. Also wir haben, haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Journal. Natürlich verlosen wir auch davon 3 Stück. Nur, was heißt leider, also es ist eine wunderschöne Farbe für mich trotzdem, aber nur in Gelb, weil das blaue Petrol tatsächlich ausverkauft ist. Was uns ultra gefreut hat, dass es so weggegangen ist. Abgefahren, also erstmal an dieser Stelle, mal unabhängig von dem Geschenk jetzt, ne? Vielen, vielen Dank, dass so viele von euch dieses Reisejournal gekauft haben. Das, also vor allem in Zeiten wie diesen dachten wir so, okay, Reisen ist gerade ein bisschen schwierig. Anja und Daniel bringen Reisejournal raus. Das ist super Timing. Aber trotzdem, dass ihr es so geholt habt für Reisen, die entweder gerade anstehen oder für spätere Reisen, für eure Gedanken auf so einer besonderen Zeit. Einige von euch, das wissen wir, haben es nämlich mit auch auf Weltreise jetzt genommen. Und zu wissen, dass so das Buch, das wir gemacht haben, auf eine der krassesten Zeiten ever so gefühlt, das wäre es zumindest für uns, dann dabei sein darf. Das ist einfach nur der Oberkracher. Das ist so cool zu sehen, wenn ihr es in den Stories oder so taggt, dann das Journal, wo ihr gerade seid, wo ihr es gerade benutzt. Ja. Das ist so, so cool. Ja, das Einzige, was so ein bisschen was uns stutzig gemacht hat, ist, dass das blaue Journal komplett ausverkauft ist, was wir hatten, weil blau ist so absolut nicht die GEMA-Reisenfarbe. Nein, wir dachten und war, gelb. Und es war eigentlich beim Druck, war das eher so ein kleiner Unfall, dass die Farbe rausgekommen ist, weil wir wollten eigentlich eine ganz andere haben. Aber ja, anscheinend mochtet ihr es sehr. Petrol, ja. Ja. Aber 3 Stück werden wir in den Lostopf tun, also 3 mal 1. Also nicht, dass einer 3 bekommt, sondern 3 mal werden wir ziehen. Ja, es generell, jetzt im Gewinnspiel, wenn es irgendwo von mehrfach was gab, dann kriegt nicht einer alles, sondern genau. Halt 3 Leute. Ja, genau. Ja. Das war der letzte Gewinn von dem Gewinnspiel. Wie ihr teilnehmen könnt, wie am Anfang gesagt, nicht unter diesem YouTube-Video, sondern bei uns auf dem Blog. Und zwar haben wir es immer so gemacht, dass wir auf dem Blog einfach auch die Kommentare freigeschaltet haben und dass sich da jeder kommentieren kann, der was gewinnen möchte und einfach dann die Produkte im Kommentar nennt, die er gerne gewinnen möchte. Also so vermeiden wir, dass halt irgendjemand was gewinnt, was er eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Man kann aber mehrere Sachen in den Kommentar schreiben. Wie wir dann vorgehen, ist, dass wir losen. Also wir sagen dann, okay, wir verlosen jetzt unser Reisejournal. Dann ziehen wir und gucken, wollte das einer haben oder nicht, in der Auflistung, die er gesagt hat. Zum Beispiel, ich möchte Journal, ich möchte dies, ich möchte das. Und dann bekommt er das. Also ihr müsst euch nicht für 1 entscheiden. Genau, jeder Kommentar hat bei uns auf dem Blog hat eine bestimmte Nummer. Und dann lassen wir einen Zufallsgenerator laufen, der zieht dann die Nummer. Und dann gucken wir, was derjenige sich gewünscht hat.
und ob es noch dann gerade, ob es noch da ist und so funktioniert das dann. Wie gesagt, das Gewinnspiel soll ein riesengroßes Dankeschön sein an euch, dass ihr noch hier seid, dass ihr mit dabei seid, mit bei den Reisen und vor allem auch, so, wenn wir jetzt ein bisschen von der aktuellen Zeit sprechen, gerade die Kooperation, also wie wir unser Geld verdienen, das sind ja verschiedene Einkommensströme. Oh, ich weiß, jetzt hören ganz viele zu, wie funktioniert das? Also das ist eine der meistgestellten Fragen. Also sind ja einmal die Empfehlungslinks auf unserem Blog. Empfehlungslinks sind, jemand braucht noch eine Reisekreditkarte, Daniel hat einen wunderbaren Vergleich da gemacht und wenn jemand darüber eine Kreditkarte sich holt, dann bekommen wir eine Provision oder eine Prämie davon. Ja. So, dadurch steigt kein Preis oder so. Ist aber auch top aktuell übrigens, dieser Beitrag. Ja. Das ist ein Einkommensstrom, der Blog und die Kooperationen und die eigenen Produkte. Und dadurch, dass weniger Leute halt die letzten Jahre gereist sind, beziehungsweise der Blog also wirklich literally fast von einem Tag auf den anderen auf null gefallen ist, was die Besucherzahlen anging, ist halt dieser Einkommensstrom komplett weggebrochen. Umso wichtiger war dann das Standbein für uns mit Kooperation. Deswegen sind wir da auch super dankbar für, dass es so geklappt hat in diesem Jahr. Und ja, dass es auch noch so coole Kooperationspartner waren. Also wir sind schon ein bisschen picky, muss man sagen. Und mega cool, dass, also die Community ist dieses Jahr auch nochmal ein ordentliches Stück gewachsen. Ja. Also wir sind jetzt nicht explodiert und riesengroß, aber es sind auf jeden Fall mehrere tausend Leute, die es ja noch mit dazugekommen. Ja. Dann auch erstmal nochmal hier, herzlich willkommen, cool, dass ihr dabei seid. Und ja, ich glaube, es wird auch ein cooles 2022 werden. Ja. Also wir haben nichts geplant. Nein. Alles so, was passiert? Ja, wir haben nichts geplant fürs nächste Jahr. Es ist nichts fix, wie immer. Wir haben ein paar Ideen schon im Kopf, was passieren könnte oder wo wir hinreisen könnten, was wir machen könnten. Vor allem aktuell, es macht ja eh keinen Sinn, jetzt irgendwie für zu planen, aber... Also ich meine, Wir haben eh schon immer, auch zu anderen Zeiten, immer 2-3 Wochen vorher gebucht. Ja, und dann machen wir es jetzt erst recht. Ja, dann wünschen wir euch... Schon wieder haben wir es vergessen! Ich habe gerade noch das Video von letztem Jahr geguckt. Wow. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Oh Gott, frohe Weihnachten. Also, wir hoffen, ihr hattet wunderschöne Weihnachtstage. Frohe Weihnachten nachträglich. Genau, habt einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Kommt mit ganz viel Motivation in 2022 an. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Sehen wir uns nächstes Jahr. Wie gesagt, es kommen noch 3 Videos aus Costa Rica. Ja. Und dann sind wir wieder aktuell. Genau, und dann werden wir mal updaten, was so abgeht bei uns. Genau. Ne? Also, was so abgehen wird, was wir uns bis dahin überlegt haben. Gedanken. Mal gucken. Schön, dass ihr hier seid und teilnehmen auf dem Blog. Stopp! Okay. Alles klar. Ciao. Schön, dass ich hier seid. Der rote. Ciao.